Ab sofort gibt es einen neuen Porsche Boxster Spider. Ja gut, wir geben es ja zu. Nach nur wenigen Kilometern in diesem Prachtstück deutscher Ingenieurskunst wurden wir zum Spider-Man. Man verliebt sich unweigerlich in dieses Gefährt und wir geben auch zu, dass der Begriff Prachtstück deutscher Ingenieurskunst völlig abgegriffen ist, aber bezogen auf den Porsche Spider stimmt er absolut. Wir sprachen in der Vergangenheit schon darüber, dass wir Porsche dafür danken, dass man nun das Potenzial des Boxster und auch des Cayman weiter ausweitet, auch wenn man dafür dem 911 und somit sich selbst etwas Konkurrenz macht. Aber stimmt das wirklich mit der Konkurrenz? Wir werden sehen. Die Rückbesinnung auf die Ursprünge des Roadsters soll die Gene des legendären Little Bastard, genannten Porsche 550 Spider, verkörpern, in dem der Hollywood-Star James Dean 1955 tödlich verunglückte. Das Auto wiegt 1315 Kilo, so wenig wie noch kein Boxster zuvor. Vor allem die 10 Kilo Gewichtsersparnis beim Dach machen sich leicht bemerkbar, weil dadurch der Schwerpunkt tiefer wandert. Gewicht ist heute das Zauberwort, sowohl bei den Verbrauchs- und Umweltaspekten wie auch bei der Performance. Die Front des an die Turbos und GT3 911er erinnernden neuen Spiders verspricht schon mal aerodynamische Performance. Das Heck nimmt diese Windschlüpfrigkeit auf und sorgt mit ausfahrbarem Spoiler und Rennsportdiffusor für Anpressdruck in schnellen Kurven. Optisch wird der Speed schon im Stillstand versprochen. Die Verarbeitung ist wie immer bei Porsche beeindruckend. Leichtbau ist hier möglich, ohne den Verlust jeder Wertigkeit. Innen ist alles da, wo man es von Porsche erwartet. Der Fahrer fühlt sich sofort zu Hause und sitzt im teilweise in Wagenfarbe lackierten Cockpit besser als bei jedem Vergleichsfabrikat. Hier ist der Fahrer ein integrales Element des Gesamtkonzepts, nicht nur wegweisendes Transportgut. Dieser schaltet dann aus Gründen der Gewichtsersparnis mit einem Schaltgetriebe und kann aufgrund der Motorcharakteristik sogar schaltfaul fahren. 375 PS, 4,5 Sekunden von 0 auf 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 290 Stundenkilometer. Und dann kommen wir zum Fakt, das Auto hat auch nur knapp etwas über 1300 Kilogramm Gewicht. Denn gerade Gewicht ist das Entscheidende heutzutage, nicht so sehr die PS-Zahl. Nun, dieses Fahrzeug überzeugt ganz besonders deshalb, weil es natürlich ein bisschen mehr Performance hat. Es rückt näher an den 11er heran und preislich ist er sowieso sehr interessant. Aber man muss wirklich sagen, für 99% aller Boxster-Fahrer, die bis jetzt schon einen fahren, ist er eigentlich uninteressant. Die allermeisten werden mit einem Boxster S oder mit einem Boxster GTS eigentlich schon gut bedient sein, denn sie können auch diese Leistung kaum ausschöpfen. Alles in allem, wie immer bei Porsche, ein perfektes Auto, ein wirklich geiles Performance-Gerät. Diese Wiederkehr von Porsche-Elementen, die man immer wieder kennt, das kennt man schon von 1960, von dem ersten Spider, das hat immer etwas. Man nimmt bei Porsche immer so ein bisschen die Vergangenheit auf und das hat ja auch Charme, gepaart mit dieser Perfektion und dieser unglaublichen Performance. Apropos Vergangenheit, das Zusammentreffen von Spider und Spider birgt schon eine Menge Charme. Der Traumwagen der 60er und 70er war sicher der Alpha Spider und mit seiner Eigenständigkeit, seinem unbedingten Hang zum hedonistischen Dasein im Alpha Rot, verkörperte er schon damals die Werte, die auch für den neuen sportlichen Spider stehen. Elegant sind sie beide und schön sowieso. Auch wenn das Verdeck des Boxster Spiders, von einigen Zeitgenossen kritisiert, nicht automatisch öffnet und schließt, so muss man doch sagen, dass der Charme des Alphas ja genau von dieser nicht vorhandenen Perfektion herrührt. Und wer einen Boxster will, der alles von alleine macht, ja, der soll sich doch einen normalen Boxster kaufen. So einfach ist das. Einfach ist es auch mit dem manuellen Verdeck, wenn man es einmal geschafft hat. Einfach und einzigartig. Sowie die vielen kleinen Details am Boxster Spider. Doch kommen wir zur fahrerischen Performance. Zu Beginn hatten wir im Test etwas Leistung vermisst, was aber unser Fehler war. Steigt man von einem 500 PS Fahrzeug um, kann der Eindruck täuschen,
Denn spätestens wenn man feststellt, dass neben den ca. 100 PS auch noch ca. 250 Kilogramm Gewicht fehlen, wird schnell klar, dass die Performance, das heißt die Handlichkeit, die Sportstärke mit von 0 auf 100 km/h in nur 4,5 Sekunden und besonders das Spätbremsen mit diesen perfekten Verzögerungshilfen seinesgleichen sucht. Und das mit einem Preis, der mehr als 10.000 Euro unter dem des preiswertesten Brot- und Butter-Elvers liegt. Na, da muss man doch begeistert sein. Der Spider hat natürlich mit seinem Herzstück, den 3,8 Liter Saugmotor, mit einer Leistung von 375 PS, 420 Newtonmeter in allen drei Zahlbereichen Kraft. Bei der Beschleunigung von 0 auf 100 benötigt der Spider lediglich 4,5 Sekunden. Er hat eine direkt übersetzte Lenkung, die ist ca. 10% direkter gegenüber der Serie. Letztendlich, gemessen an unseren Nürburgring-Rundenzeiten, sieht man, dass der Spider mit 7 Minuten und 47 Sekunden um 9 Sekunden schneller ist wie der GTS.